Hello, hello? 1, 2, 3, can you hear me? Yes, we can! Yes, you can? Okay, let's get the party started! Could you hear Jan? Und wärt ihr jetzt auch gerne auf so einer geilen Party? Vielleicht später. Wir machen jetzt unsere eigene Party. Ihr habt gerade bestimmt nur can verstanden. Genau das ist das Wort, um das es heute geht. I can do this, I can help you, I can hear you und, und. Es kommt in mega vielen Sätzen im Englischen vor. Can gehört zu den Modalverben. Sie bezeichnen Wünsche, Fähigkeiten, Zwänge oder Möglichkeiten. Die englischen Modalverben sind can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would und need. Alle diese Wörter, also die englischen Modalverben, haben ein paar Besonderheiten. Die schauen wir uns jetzt an. Bei den Modalverben gibt es keinen Infinitiv und keine dritte Person Singular. Hier zum Beispiel, he can play soccer. Sätze mit Modalverben brauchen ein Vollverb. Das ist ein Verb, das den inhaltlichen Kern von einem Satz bildet. Modalverben drücken Modalitäten aus. Das heißt, sie werden nicht für Dinge verwendet, die definitiv geschehen. Fragen mit Modalverben werden mit do, does, did gebildet. Es gibt keine Past-Formen, außer could und would. Ein Modalverb im Zusammenhang mit dem Past Participle drückt Dinge in der Vergangenheit aus, die nicht geschehen sind. So, und jetzt zu unserem Modalverb can. Can heißt können. Zu der Bildung des Modalverbs can gibt es nicht viel zu sagen. Jetzt macht ihr vielleicht erstmal Luftsprünge. Das könnt ihr auch. Denn can wird ganz einfach konjugiert. I can, you can, he, she, it can, we can, you can, they can. Also alles ist gleich. Es heißt in jeder Form can. Cool, oder? Die Verneinung von can ist cannot in der langen Form und can't in der Kurzform. Hier ist es gleich. I, you, he, she, it, cannot, we, you, they, cannot. Notiert euch das hier nochmal kurz. Can heißt können. Es ist in allen Singular- und Pluralformen gleich. Die Verneinung ist cannot oder can't. Perfekt, das mit dem can ist ja gar nicht so schwer, oder? Jetzt kommen wir dazu, wo can alles verwendet wird. Can ist mega vielfältig und kann für viele echt nützliche Dinge verwendet werden. Zum Beispiel verwendet man es, um nach einer Erlaubnis zu fragen. Can I borrow your bike? Es wird außerdem verwendet, um eine Bitte auszudrücken. Can you help me, please? Mithilfe von can drückt man Fähigkeiten aus. I can jump high. Es können mit can auch Angebote ausgedrückt werden. I can lend you my bike. Außerdem wird can verwendet, um Vorschläge zu machen. Can we go hiking this weekend? Möglichkeiten werden ebenso mit can ausgedrückt. It can be very rainy in March. So, wenn ihr euch die Tabelle jetzt nochmal anschaut, wisst ihr genau, für was can alles verwendet wird. Wie can konjugiert wird, hatten wir uns auch schon angeschaut. Das gilt aber nur für die Gegenwart. Was passiert also, wenn man can in der Vergangenheit oder in der Zukunft verwenden will? Wir haben noch nicht erwähnt, dass die Ersatzform von can to be able to ist. Wenn ihr das Simple Past bilden wollt, benutzt ihr genau diese Ersatzform. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr could verwendet. When I was younger, I was able to play the guitar. When I was younger, I could play the guitar. Merkt euch, wenn ihr die Vergangenheit von can bilden möchtet, verwendet ihr was, were, able to oder could. Wenn man can für die Zukunft verwenden möchte, nimmt man die Ersatzform will be able to. In 2050, cars will be able to fly. Notiert euch, wenn ihr die Zukunft von can bilden wollt, benutzt ihr will be able to. So, jetzt nochmal kurz alles zusammengefasst. Ihr könnt euch auch nebenher notieren, was hilfreich ist. Modalverben sind Verben, die zu den englischen Hilfsverben gehören. Bei ihnen gibt es keinen Infinitiv und kein S in der dritten Person Singular. Sie bezeichnen Wünsche, Fähigkeiten, Zwänge oder Möglichkeiten. Das Modalverb can heißt können, könnte oder fähig sein. Es wird zu verschiedenen Zwecken verwendet. Zum einen, um nach einer Erlaubnis zu fragen, um eine Bitte auszudrücken, um eine Fähigkeit zu zeigen, um Angebote zu machen, für einen Vorschlag sowie um Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Verneinung von can ist cannot in der Langform und can't in der Kurzform. Die Ersatzform für can ist to be able to. Die höfliche Form der Frage, Bitte, des Angebots und des Vorschlags ist could. Wenn man can in der Vergangenheitsform benutzt, verwendet man immer was, were able to oder could. Wenn man von der Zukunft spricht, verwendet man will be able to.
Lernst du gern mit Karteikarten? Dann geht's jetzt noch viel einfacher. In der Simple Club App kannst du dir deine eigenen Karteikarten erstellen. Egal, ob du zu Hause oder im Bus bist, du hast alles direkt in deiner Hosentasche und kannst üben, wann immer du willst. Ganz ohne Schulbuch. Also klick jetzt auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.